Ja, liebe Gemeinde, nun stehen wir hier in Tüttleben, in dieser leeren Kirche. In diesem Jahr ist wirklich alles anders. Ich denke zurück an schöne Weihnachten, wo ja jeder Platz besetzt war. Und in diesem Jahr ist eben alles anders. Es sind dennoch die Engel Gottes zu uns unterwegs. Und das werden wir jetzt gleich erleben. Liebe Tüttleber Gemeinde, im Namen und Herrn. Wir freuen uns, dass Sie sich zugeschaltet haben und wir nun gemeinsam feiern. Zwar nicht an einem Ort beisammen, Corona macht's nötig. Doch lassen wir uns dadurch nicht beirren. Seien wir innerlich verbunden, in Gedanken und Gebeten, Liedern und stiller Hoffnung, denn die ist nicht abgesagt. Wir feiern, so wie Sie jetzt sind. Vielleicht mit dem Gesang vor sich, Adventskranz und Weihnachtsbaum, einer Kerze, mit der Sie an jemanden denken. Wir feiern durch alles Dunkel und alle Sorgen hindurch das Leben, die Geburt Jesu. Wir feiern das Licht, endlich Licht. Wir schauen auf den Weihnachtsbaum, jedes Licht ein Hoffnungszeichen. All den Corona-Widrigkeiten zum Trotz, wir feiern gemeinsam, mit Hoffnungsmut und Lebensliebe. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns nahe kommen will. Im Namen Jesu, in dem die Liebe Gottes ein Mensch geworden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der es hell in uns machen will. Amen. Heiligabend, heilige Nacht. Gott ist in der Welt und wir sind da. Sind viele, verstreut, und doch verbunden. Heute denken überall auf der Welt Menschen an diese Geschichte, an Maria und Josef, an Engel, Hirten, Könige und Tiere und daran, dass Gott einer von uns geworden ist. Hört nun unsere Geschichte, frei erzählt nach Lukas 2 und Matthäus 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Ihr Kind sollte bald zur Welt kommen. Endlich kamen sie in Bethlehem an. Es war schon spät. Also versuchte Josef, eine Unterkunft zu finden. Aber nirgends war Platz. Zuletzt zeigte ihnen ein Wirt einen kleinen Stall. Dort gebar Maria ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und zur gleichen Zeit waren die Hirten auf dem Felde. Sie hüteten wie immer bei Tag und Nacht ihre Herde. Aber in dieser Nacht war alles anders. Es erschien ein großes, helles Licht. Die Hirten blickten erschrocken drein und sie ängstigten sich sehr. Aber da hörten sie die Stimme des Engels. Dieser sprach: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.
Und dann erschienen auf einmal so viele Engel und ein himmlischer Gesang erklang. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander und machten sich auf nach Bethlehem. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und dazu das Kind in der Krippe liegend, genau wie der Engel gesagt hatte. In diesem Augenblick geschah etwas Wunderbares. Alle Sorgen, die Kälte, alles war vergessen. Ihre Herzen wurden froh wie nie zuvor. Und sie gingen wie neugeboren aus dem Stall und erzählten es überall weiter, was sie erlebt und gesehen hatten. Maria spürte die Kraft und die unsagbare Freude, die von diesem kleinen Kind ausging, und bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Weit weg von Bethlehem geschah noch etwas Besonderes. Sterndeuter entdeckten in dieser Nacht einen hellen Schein am Himmel, größer und schöner, als sie je zuvor gesehen haben. Und sie machten sich auf den Weg, denn sie glaubten den alten Schriften, in denen zu lesen war: Einmal wird einer kommen, er wird als Retter der Welt geboren. Und so folgten sie dem Stern nach Jerusalem. Viele Wochen waren sie unterwegs, reich bepackt mit Geschenken für den neugeborenen König. Aber im Königspalast fanden sie kein neugeborenes Kind. Die Sterndeuter folgten weiter den alten Schriften, in denen zu lesen war: Bethlehem, du bist die kleinste unter allen Städten, aber aus dir wird einmal einer kommen, der wird größer als alle Herren sein. Und so kamen sie nach Bethlehem. Der Stern führte sie zu einem armseligen Stall. Dort lag das neugeborene Kind. Sie knieten nieder und legten ihre kostbaren Geschenke ab. Danach zogen sie weiter, zurück in ihre Heimat, aber reicher, als sie je zuvor gewesen sind. Was das eigentlich heißt. Christ, der Retter, ist da, Rettung ganz anders, als wir es uns vorstellen. Gott hat sich zu uns auf den Weg gemacht, in unser Leben hinein, auch in dieses Weihnachtsfest hinein. Und wir dürfen seinen Segen mitnehmen. So geht mit Gottes Frieden. Den Frieden, den Gott macht, den nehmt mit nach Hause in euer Herz. Der Herr segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr
Gesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gesegnete Weihnacht Ihnen allen. Amen.